Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dinos, zusammen mit dem DNR. Hallo, Jörg, es ist hier ein Problem. Was? Es kommt da hinten ein Dino, er ist nicht so nah, aber den müssen wir irgendwie töten, bevor der unseren Tame hier tötet. Wie sollen wir den töten? Ich habe nichts zum Töten. Du hast doch Schüsse für irgendwas? Okay, das wird nicht. Guck mal, ich habe einen neuen Flugdino, den habt ihr letzte Folge noch gar nicht gesehen, das ist der Elva. Lockst du den weg? Ja, ist mein Plan. Pass auf, lass dich bloß nicht töten. Ne? Ich weiß nicht, ob der nicht auch wieder irgendeinen Effekt hat oder so. Wir müssen der tötet sonst unseren Tame. Unseren Level 100er Petri. Oh, stimmt. Und ich muss ja auch mal wieder Schaf gönnen. Das gibt ja auch noch ein bisschen Fleisch. Was ist das für ein Dino, Izzy? Ich weiß nicht. Ist das nicht so ein... Also ganz ehrlich, bei diesen ganzen Bösen blicke ich nicht mehr durch. Dieser Allosaurus und Kano und... Da gibt es noch zwei, drei andere. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Sie sind immer zusammen unterwegs. Ich blicke da mittlerweile nicht mehr durch. Aber ich hole mir mal kurz hier das Hammelfleisch. So. Ach, das kann ich jetzt gar nicht so easy abbauen, ne? Weil ich ja gar nichts zum Abbauen habe, oder was? Oh, das ist entspannt, das Hammelfleisch. Ist länger in Leben und Tod ist gerade. Ja, du, bei dir. Bei mir ist gerade alles entspannt. Ich hole mir ein bisschen Pelz, ein bisschen Hammelfleisch, alles mit der Faust. Riskiere mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes da. Unten geht's immer weiter weg. Aber, boah. Aber ich glaube, das sollte jetzt langsam auch erstmal wieder reichen. Freunde, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, wie gesagt, wir haben einen neuen Flugdino mit am Start. Das ist hier einmal Knirpsi, habe ich ihn getauft. Oh, er heißt jetzt Knirpsi, ich habe mich verschrieben. Eigentlich sollte er Knirpsi heißen, jetzt ist es Knirpsi. Und der DNR, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen, hat ja schon direkt den nächsten gezähmt. Auf jeden Fall ist er schon ausgenockt. Einen weiblichen Pteranodon Level 74. Ich packe direkt mal nochmal Hammelfleisch rein. Ach, die haben auch noch, wir hätten auch noch ansonsten hier Primate gehabt, aber ich glaube, Hammelfleisch ist das allerbeste, glaube ich. Noch ein bisschen besser als Primate. Knirpsi, folgt mir, der kann mir auch von mir aus weiterhin folgen. Wo bist du unterwegs? Bei dir alles safe? Ja. Dieser Sattel ist OP, Alter. Weißt du, wie viel Schaden der nur macht? Wie viel Schaden? Der macht mir 3 Schaden. Achso, der macht dir gar keinen Schaden, weil er so einen kranken Sattel hat. Okay, krass. Ja. Warte mal, Piesel ist männlich, ne? Ja. Und der ist weiblich, ist perfekt. Perfekt. Wie willst du ihn nennen, weißt du das schon? Boah, der sieht voll geil aus. Der ist so richtig dunkelrot. Der sieht auch echt cool aus. Hast du schon eine Ahnung für einen Namen? Für sie? Nein, noch nicht. Vielleicht, nicht Mila, sondern Pila. Pila ist ein guter Name, das stimmt. Aber wie kommst du auf Mila? Ich weiß, Mila war doch mein Kleiner auf der Schulter. Ah ja, deswegen. Ich dachte, irgendwie ein Flugding war doch Mila. Warte mal, wo ist eigentlich Fuxi? Junge, ich habe ihn einfach getötet. Was? Ich habe ihn nicht getötet, sondern ein anderes Ding hat ihn getötet. Mann, jetzt habe ich die XP nicht bekommen. Aber ich frage mich gerade trotzdem, was mit Fuxi ist. Das weiß ich nicht. Das ist ja übel stressig hier gerade. Ich stehe die ganze Zeit und die lässt sich halt... Das ist unnormal langsam im Zähmen, ne? Warte mal, kann ich mal kurz... Knirpsi, komm mal kurz. Setz dich mal bitte hier hin. Chill mal bitte kurz deine Basis. Und mach jetzt mal ganz kurz Folgen deaktivieren. So. Die sind jetzt übrigens schon Mate Boosted, weil auch Knirpsi ist ein Weibchen. Ah, geil. Oh, Piesel ist fleißig am Fressen. Piesel, fein. Lang nicht mehr gesehen, Piesel. Alles gut? Ich habe gehört, du hast einen geilen Sattel. Nicht Nimm mal schlecht. Piesel. Flieg mal mit Piesel irgendwo hin. Und guck, was passiert, wenn ich von irgendwas angreifen lässt. Okay, hier ist ein Känguru. Moin, Känguru. Das haut sowieso ab. Das greift ja gar nicht an. Hat Angst vor dem Sattel. Hier gibt es erstmal lecker Schappi. Ist hier irgendwas Feindliches? Hey, hier ist alles tot. Das hast du wahrscheinlich alles zerstört, was hier gerade unterwegs ist, ne? Was hier also rumliegt. Nee, das hat der andere zerstört, aber ich bin im Oh Gott, was war das denn? Oh, das ist wieder so ein Riese. Ich hoffe, der macht keinen Effekt. Ich hab ein bisschen Schiss, den anzugreifen. So, aber lass dich einmal angreifen von dem. Ey, der ist komplett lost, der kriegt gar nichts hin. Das ist ein Allosaurus Level 52. Hat der überhaupt jetzt einen Schaden gemacht? Die gelben Zahlen ist das, was der Schaden macht. Ja, der kriegt mich nicht mehr gehittet. Ich töte gerade den Allosaurus. Aber das ist nicht, weil er irgendwo in einem Busch hängt oder so, ne? Also bei mir hat er 3 Schaden gemacht. 3 Schaden pro Angriff. Ich habe 29 gemacht. Da habe ich ihn easy getötet. Okay, ja, mir fehlt gerade ein bisschen Stamina. Und er ist fast schon gezähmt. Was ist da vorne mit dem Allosaurus? Wenn du Stamina brauchst, ne? Einfach landen und warten. Er kann auch nicht währenddessen hitten. Passiert ja nichts.
Im Ernst? Ja, habe ich gerade die ganze Zeit so gemacht. Das traue ich mich nicht. Pass auf, das ist so. Die letzte Folge war echt hart, Leute, ihr wisst es. Aber es hat sich so gelohnt, das Ding zu holen. Wir müssten echt jeden Drop holen, der kommt. Die sind so stark. Ja, okay. Ja, hier sind mir jetzt aber ehrlich gesagt gerade zu viel. Das sind 4 oder 5 Stück oder so. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Ja, komm zurück, ist fast gezähmt. 86%. Okay. Ja, wir müssen halt dann übelst krass dafür dann auf Stamina gehen. Ja, hier unten. Ich will mich echt mal hinten lassen. Ja, ich weiß wo. Ah, oh, hier sind auch wieder so voll viele. Warum sind die immer eigentlich in so großen Gruppen unterwegs? Das ist schwach. Das ist schwach. In Gruppen seid ihr stark. Aber alleine, da traut ihr euch niemals selbst gegen uns zu kämpfen. Selbst in Gruppen sind die schwach. Du musst nur probieren. Echt? Hier ist noch irgendwas. Ich kann es auch was ausprobieren, was ich hinten kann. Hier ist was. Ah, hier ist noch einer alleine. Ich geh mal hier auf den Allosaurus. 4 Schaden machst du mir. Das ist ja lächerlich. 4 Schaden. Ohne Scheiß. Was ist das denn, Alter? Und geht der Sattel mit der Zeit kaputt? Nö, eben nicht. Und jetzt kann ich Stamina aufladen. Ja. Während er dich hittet auch. Ja, also es geht ein bisschen, geht jetzt weg. Das sagt mein Sattel. Mein Sattel hat unendlich Rüstung, ne? Der geht nicht kaputt. Ja, schau mal an. Hä, wie krass ist das denn? Das ist ja mega OP und jetzt ist meine Stamina wieder voll. Ich kann nicht so viel machen, weil er extrem viel Leben hat. Und meine 29 Schaden, die ich mache, da brauche ich halt sehr, sehr lange, bis er tot ist, ne? Aber ich bin halt auch unzerstörbar. Aber ich komme wieder zurück. Ist gezähmt? Ist gezähmt! Nice. Okay, krass. Wo seid ihr denn? Ah, da seid ihr. Da oben. Was ist das? Pizza? Ja, so wie Mieze, aber Pizza. Ja, ich verstehe. Sollen wir jetzt mal meine Sachen wiederholen? Hallo Pizza und willkommen im Tribe. Alles fresh? Bleib stehen, Pizza. Ich muss dir einen Sattel geben. Boah, Pizza sieht auch echt cool aus. So dunkelrot. Wobei, ehrlich gesagt, Knipsi auch krass aussieht. In der Mitte so rot und außen so grün. Ja, ja. Boah, Knipsi sieht eigentlich mit am geilsten aus. Dank. Knipsi, wenn du magst, dann kannst du mir folgen. Muss man gerade gucken. Oh, Ausdauer 307 hat Pizza schon, das ist schon gut. Das ist echt gut. Aber wir müssen mal wieder meine Sachen holen. Hast du Stamina? Bist du ready? Ja, ja, ja. Geil, wir fliegen jetzt als Dreier-Team. Krank. Aber das ist ja wirklich, das ist ja komplett OP. Also wenn man nicht absteigt von Piesel, dann ist man ja fast unzerstörbar. Was Leute, will denn viel Schaden machen? Mehr Speed als ich aber. Okay, dafür hast du halt vielleicht so viel Ausdauer. Oder bist du so schwer? Nee, nö. Ah, hier vorne müssten meine Sachen liegen. Ich glaube hier. Genau, das sind meine Sachen. Geil. Chillig. Folgt Piesel. Das ist perfekt. Dann hole ich jetzt hier mal meine Sachen wieder. Dann kann ich nämlich jetzt auch wieder alleine fliegen. So, aber bleiben wir... Also, wir haben mehrere Pläne, Leute. Ihr habt es in den letzten Folgen ein bisschen mitbekommen. Also, wir haben uns überlegt, vielleicht eine neue Base zu machen, weil das eine ist halt nach wie vor ein Ferienhaus. Und die Gegend ist doch einfach nicht schön da. Und wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass die Gegend hier richtig geil ist. Wir haben ein bisschen Struggle aber damit, dass... Bist du hinter mir? Ja, ich bin direkt bei dir. Wir haben ein bisschen Struggle damit, dass das Paradies so easy ist. Am meisten hat damit ein Struggle Felix. Ihm ist das ein bisschen zu langweilig. Er ist mehr so der No-Risk-No-Fun-Mensch. Kann das auch ein bisschen verstehen. Jetzt haben wir halt zwei Ziele. Entweder einen neuen Flugdino, mit dem man zähmen, mit dem man dann halt zu zweit Quetzal zähmen kann. Und dann kann man Quetzal nämlich auch dann alle Dinos in jede neue Base bringen, egal wo dieses. Oder halt hier die Isigara-Fälle, finde ich übelst geil. Aber man muss auch dazu sagen, auf den Isigara-Fällen selber ist natürlich auch nicht super viel Platz. Das wäre halt ein geiler Platz für ein Haus und davor müsste man sich dann um Gehege und so weiter kümmern. Aber wo sind jetzt diese Flugdinos? Die sind weiter Richtung Norden. Weiter Richtung Norden. Oh, hier kann man auch... Lass uns mal hier kurz so... ja, wir können ja mal da ganz hochfliegen. Auf diesen, lass mal hochfliegen, genau, wollte ich auch sagen. Ja. Haben wir so ein bisschen Überblick. Das ist auf den höchsten Punkt hier, oder? Der so gerade so hell von der Sonne so komplett voll ist. Ich glaube, du meinst den hier wahrscheinlich. Voll von der Sonne voll ist. Wahrscheinlich der hier. Der richtig hell ist. Das ist auf der Karte, das ist genau am Rand, das ist bei 9, also unten bei 90 und oben bei 70. Da unten ist was, das sieht original aus wie das Paradies, zumindest von hier. Und wie, das alte Paradies. Bist du jetzt hier ganz oben auch? Ich habe gerade noch Stamina aufgeladen, weil ich wusste nicht, ob du schon da warst. Also wir sind jetzt auf jeden Fall am höchsten Punkt, würde ich sagen.
Du hast gesagt, weiter nördlich. Das heißt, genau ich bin, da. Ich bin über dir, oder? Ja. Ich bin hier unter dir, unter dir. Okay. Unter dir oben drauf, genau jetzt unten. Alter, ja, okay, wie krank sieht's hier denn aus? Ich dachte, die Map hat schon aufgehört, aber nein. Die Map ist so riesig, ne? Ich setz mich auch mal kurz hier hin. Hier ist mir übrigens heiß. Boah, was ein Aussichtspunkt, Alter. Was ist denn das da vorne? Lol, da ist was. Ich hab was gefunden. Was denn? Ein Schild. Hier ist irgendwie ein Drop oder so. Ist ein Schild nicht so, dass man so viel XP auf einmal bekommt oder sowas? Was ist das? Ein Artefakt? Ich hab ein Artefakt gefunden. Und was macht das? Ich hab ein verbranntes Schwert als Skin. What? Und ich hab ein Artefakt des Zerstörers. Was? Gefunden in der Tiefe von Scorch Earth. Es kann nur ein davon pro Organismus transportiert werden. Lol. Wie krass ist das denn? Hier ist einfach ein Artefakt. Kann ich das auf meine Bike ziehen, diesen Skin? Ich kann es aufmachen. Ich kann es auch ziehen. Artefakt. Hast du es auch bekommen? Ja. Und ein verbranntes Schwert auch, ja. Jetzt ist es weg. Aber auch kranke Aussicht von hier, Alter. Guck dir das mal an. Das ist wahrscheinlich wirklich so, weil das so mit der höchste Punkt ist. Oh mein Gott, jetzt sehe ich's erst! Das sieht aus wie ein Grafik-Benchmark-Test, Alter. Ich habe in der letzten Folge leider meine Grafik nicht runtergestellt. Das heißt, qualitativ sind wir jetzt gerade gut aufgestellt, aber ihr könnt sehen, es ist ein ganz, ganz kleines bisschen ruckelig. Oh mein Gott, ist das ein epischer Spot hier. Ich glaube, das ist die epischste Stelle in Ark, die ich jemals gesehen habe. Wenn man auf K... komplett um. Wenn man auf K rauszoomt... Und sich dann einfach mal dreht. Ja, das krank. Ist krank. Heftig. Und da ist die Map auf jeden Fall zu Ende. Da endet es komplett in den Bergen. Und ja, im Rauch. Hm. Okay, du hast gesagt im Norden, ne? Ja, also eigentlich sind wir schon mehr oder weniger, glaube ich, jetzt richtig mittlerweile. Bisschen hoch noch, genau. Bisschen hier sollen die in diese Wälder reinfliegen. Ja, okay. Guck, das hier unten meine ich. Das ist ein bisschen wie das Paradies. Wobei es ein bisschen sehr viel Wasser ist. Aber es ist trotzdem so... In so einem gebrochenen und überall sind so Wege da rein und so. Ist schon ein bisschen ähnlich. Ja. Aber ein bisschen zu viel Wasser. Also, hinten ist noch ein lila Drop. Wollen wir noch dahin? Ja, wir müssen ja, glaube ich, eh da so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Wie heißt jetzt der Flug, den wir suchen? Oh, ich kann gerade nicht nachgucken, weil ich gerade fliege. Aber der heißt... Ja, ich gucke direkt gleich nach. Okay. Sobald ich lande, gucke ich nach. Ich muss hier einmal zwischenlanden, glaube ich. Du musst die ganze Zeit auf jeden Fall auf Ausdauer skillen. Wir müssen vielleicht auch gezielt mal was töten. Ja. Ich flieg mal straight zum Drop. Muss ja aber noch mal ganz kurz landen. Ah, hier sind ein paar... Oh Gott. Okay, ich muss zwischenlanden. Oh mein Gott, Alter. 4 Meter höchstens vor dieser Klippe muss ich landen. Okay, bei mir geht wieder. Ich fliege wieder. Warte mal, da vorne ist... Ich glaube, ich habe den Flugdino gefunden. Ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Das kann sein. Sieht der aus wie ein großer Petri? Ja, genau. Und es gibt eigentlich auch viele davon. Ja, ich hab ihn. Da hinten ist er. Wo ist er? Ich bin bei dir. Genau auf dem anderen S. Ich habe kein Fernglas. Wo ist denn eigentlich mein Fernglas? In welche Richtung? Richtung auf Wasserfall? Auf der anderen Seite vom Wasser. Okay, genau gegenüber, praktisch hier. Ja, genau gegenüber. Und ein bisschen weiter rechts. Ja, ich sehe ihn. Er fliegt wieder. Warum landet denn meiner nicht? Ich steig kurz ab. Du bist ja nicht so hoch. Ja. Oh Gott, ich hoffe. Oh. Was ist? What the fuck? Nein. Ist jetzt manchmal verstehe ich nicht, wann man stirbt und manchmal nicht. Ah, du stirbst! Ah, Gott, du stirbst irgendwas mit dir. Greif den an! Ich flieg dahin. Das war doch nicht so hoch, oder? Ach, wieso ist er denn nicht gelandet? Mann, Ark, warum landet er nicht? Jetzt finde ich da keinen geilen Platz. Ich finde da keinen geilen Platz zum Respawn, glaube ich. Ich bin genau beim blauen Drop. Alter, ist aber auch ein geiler Spot hier mit dem See und so. Bisschen stressig halt mit großen Dinos, nehme ich an. Ja, hier sind überall so, da vorne ist das Krokodil. Hier sind überall Kröten. Oh Gott, da hinten ist auch wieder irgendwas richtig Gefährliches. Direkt da vorne. Ich lande. In den Mangroven. Oh, hallo. Bin direkt beim blauen Drop. Ja, okay. Moin. Moin. Piesel, kommst du mal runter? Da. Piesel, baust du schon wieder Scheiße? Okay, ich bin auf Piesel drauf. Okay. Okay, wir können wieder zurück. Yes. Oder, warte mal, ist die Frage, wollen wir überhaupt zurück? Ach ja, wir haben den ja da gesehen, ne? Ja, und Sachen holen. Oh, stimmt. Wo waren das eigentlich? Du hast den Punkt hier zurück, straight zurück, es war am Rand der Map. Ja, einfach hier so straight fliegen.
Übrigens, kannst du doch nur wegen Gewicht schneller gewesen sein. Vielleicht war ich doch knapp so an der Gewichtsgrenze, wo es dann anfängt langsamer zu werden. Weil man kann Bewegungsgeschwindigkeit nicht skillen. Ah, ja, dann war es wahrscheinlich eine Gewichtsgeschichte. Ja, ich habe ein bisschen Gewicht hoch gemacht. Du solltest auch Gewicht aber bei deinem so hoch machen, dass du immer damit fliegen kannst, auch wenn du voll bist. Mhm. Das, also zumindest das wär wichtig. Boah, heftiges Gebiet auch hier, ne? Ja, ja. Komplett aber ich glaub, zugewachsen. Stressig halt mit so. Mega stressig. Wenn man größere Dinos hat. Aber wirklich, sieht geil, auch wahnsinnig aus, Alter. So ein krasser Wald. Ja. Okay, ich muss auch gleich wieder laden. Ich auch. Willst du hier landen? Ja, ich muss. Oh, wie gefährlich. Ja, yep, saugefährlich, das war dumm. Ja, für dich mit dem Sattel ist gar kein Problem. Du kannst überall einfach landen. Was? Ja, wir sind wieder Insekten, die mich attackieren. Ja. Für dich egal. Ist nur für mich das Problem. Warum? Achso, wegen meinem Sattel. Ja, okay, die greifen Knipsi an, ich kann nichts machen. Warum greifen die Knipsi an? Du musst die Knipsi angreifen. Ja, ich habe keine Stamina. Okay, ich hau wieder ab. Die machen aber Torpor auch, ne? Kann sein, ja. Aber jetzt sind wir weg. Okay. Ja, wir hauen einfach ab. Ja, aber du bist jetzt ein richtiger Tank, ne? Also wirklich ein kranker Tank bist du. Sattel sind so viel wert, wenn das so besondere Sattel sind. Mhm, das stimmt. Okay, hier unten muss er gewesen sein. Da unten ist mein Todespunkt. Ja. Okay. Dann war hier drüben im Wald. Also hol erst deine Sachen. Ja, mach ich. Knipsi, das musst du dir aber mal abgewöhnen, deine scheiß Nicht-Lande-Aktion. Das war echt unnötig, wie du dich da aufgehangen hast. Ohne Scheiß. So nicht, Minjung. Ne? Oh Gott, ich habe diesen kranken Skin gedroppt. Moment. Wofür auch immer. Als Schwert, das ist für ein Schwert-Skin, ne? Ja, ja, aber Schwert ist ein guter Nahkampf. Also, hier ist auf jeden Fall so ein fieser Dino. Wo ist jetzt der Flugi? Der war doch hier. Oha, ein Diplodocus hat einen kompletten Baum abgesägt hier. Was fliegt da unten? Irgendwas Kleines, Nerviges? Siehst du den? Der ist in den Wald gerade reingeflogen. Okay. So leicht nach rechts, aber ja ungefähr so tief rein auf jeden Fall. Boah, das ist ein Kano. Ja, hier sind übelst viele gefährliche Dinos. Naja. Da muss man aufpassen hier. Ganz viele Fleischfresser unterwegs. Und ein Raptor kommt auch. Also das ist jetzt das Gebiet von denen, ja? Ja, genau. Ich sehe einen. Okay, ich bin bei dir. Es sei denn, es ist ein Petri. Ja, die sehen sich echt ähnlich. Oben, der hängt so in Bäumen fest. Über dem Diplodocus. Ja, das ist einer. Das muss eigentlich einer sein, der ist viel zu groß für Petri. Ja, das ist einer. Das sieht ja voll krass aus. Der fliegt weg, der hat Angst. Bist du hinter mir? Ja, ja, die haben Angst, genau. Sobald man auch nur in die Nähe von denen kommt, fliegen die weg. Krass. Der sieht ja voll geil aus. Aber wo ist der hingeflogen? Siehst du, wenn du hinter mir bist, dann ist alles gut. Ja. Ähnlich. Boah, der fliegt übelst schnell. Ist der schneller als wir, hätte ich nicht der gedacht. Unnormal schnell, der ist genauso schnell wie wir. Okay. Da müssen wir echt bolern, da müssen wir, wenn er landet, bolern. Der sieht ja mega krass aus. Jo, jetzt sehe ich ihn wieder. Geil, der ist echt cool, Mann. Der hat einfach so eine Haiflosse auf dem Kopf. Also der am Boden ist, Bola drauf und gib ihm. Oh nein, der hat wieder Schiss bekommen, ich habe mich nicht bewegt. Er landet oder er haut ab? Ich glaube, er haut ab. Aber wann ist die Frage, wann er wieder landen muss? Ich setze mich mal hier hin. Ist ganz gut, dass er jetzt hier hinfliegt, wo es ein bisschen safer alles ist. Ich hoffe, er despawnt nicht oder so. Er ist hinten an der Wand. Mhm. Er ist jetzt außer Sichtweite raus. Fliegt wieder hin, hofft, dass er wiederkommt. Ja, er ist Hast immer du noch Bolas? Da. Hast du Bolas? Ja, ich habe Bolas. Ich habe Bolas. Ich habe auch 7 Stück. Okay. Ich habe 4 Stück auch. Er ja, okay, ich sehe ihn. Aber wie sollen wir den denn bolern? Wenn er landet, er muss ja nur... Ach, oh! Stimmt, er haut ja einfach so schon ab. Meinst du denn, er landet jetzt bald mal? Landet er überhaupt irgendwann mal? Das ist die Frage, ne? Oh, er geht runter ein bisschen. Oh ja, ja, er ist ein bisschen lost gerade. Er ist ein bisschen lost gerade. Aber ich weiß nicht, ob er jemals landen wird. Meinst du, er ist gezwungen zu landen? Ja, aber wenn er landet, wird er auch wieder abhauen, wenn wir da sind, denke ich, das ist halt das Problem. Ja, dann dürfen wir halt nur auf einer weiten Range irgendwie wegbleiben, oder? Ja, und da müssen wir aber dann... Müssen wir irgendwie in Bolan? Ja, aus einer weiten Entfernung. Okay, aber Bolan kann man nicht so weit weg so nah ranwerfen, oder? Er ist gelandet, glaube ich, oder? Nee, der ist direkt über mir. Okay. Also ich bin gelandet.
Okay. Immer eine Bola, aber ich glaube, die hoch kriege ich die nicht. Nein, niemals kriegst du die so hoch. Das ist ja so krank, Alter. Aber ich könnte dich wieder packen. Ich könnte dich wieder packen, so mit dem Quetzal. Und dann aber ja. Bola. Da musst du noch einmal mit der Bola. Ich hab ihn gleich. Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es. Da oben ist er. Aber er ist nicht gebolert. Nee, aber meine eine Bola ist unnormal weit geflogen. Oh, meine auch. Aber es reicht nicht. Meinst du auch nicht, wenn man höher zielt? Ich probier. siehst du meine? Ja, ja. Nee. Knapp nicht. Oh Gott, wie machen wir das, Izzy? Ich hatte ihn fast, hast du gesehen? Nee. Ich hatte ihn fast, ich war wirklich 1 Zentimeter unter ihm. Nein, bleib da. Ich versuche ihn zu landen. Ja, ja, ich hätte ihn jetzt. Ich hätte ihn gehabt, hätte er sich nicht bewegt. Komm schon. Und? Hab ihn gebolert. Hinter. Ich mach direkt noch eine Bola rauf. Nein, ich bin runtergefallen. Nein. Oh nein. Oh. Nein. Ich habe ihn einmal getroffen. Schieß weiter. Du schaffst das, Izzy. Ich knall einfach alles rein. Er ist umgefallen. Nice. Er sieht voll blutig aus. Ist das normal? Ich habe ihn ja nicht gekillt, sonst müsste das ja schon stehen, ne? Ja, ja, sonst würde es da stehen. Aber kann sein, dass er fast gestorben ist. Aber ist ja gut. Oha, was ein geiler Punkt. Das ist der beste Punkt, den man sich wünschen kann. Ja, ja, da kann ich nichts bekommen. Oh, nice. Aber pass auf, nicht, dass er schnell vom Topper aufwacht. Ja, er ist bewusstlos. Nice. Der frisst wahrscheinlich Hammelfleisch, oder? Ich habe doch in den letzten Folgen irgendwo Hammelfleisch gesammelt. Ja, das kann gut sein. Ne, ich habe nur Prime Meat. Soll ich das reinpacken? Ja, ja, Prime Meat ist fast genauso gut. Ich habe 11 Stück. Reicht das? Ja, ja, ja. Warte mal, wie viel ist denn in Piesel drin? Du bist ein extra Fleisch halt noch. Piesel hat Hammelfleisch. Perfekt. Ich bin meinem blauen Drop wieder gespawnt. Ich hole den schnell. Oh, Leute, jetzt geht's ab. Ich hoffe, ich kann hier absteigen. Ich glaube, ich steige nach rechts immer ab, ne? Ja, okay, perfekt. Bauplan für eine Werkbank, da freut Pizza hat auch noch, perfekt. Okay, sehr gut, Freunde. Ey, ich wette, das ist gar nicht so easy, den zu zähmen. Und das hat jetzt doch noch besser geklappt als gedacht. Das ist ja voll Glück, aber mega gut. 25 Hammelfleisch haben wir. Und 15 Primate. Oh nee, das lasse ich erstmal raus. Wir achten erstmal auf das Hammelfleisch. Leute, das ist der beste Spot. Eigentlich kann hier oben eigentlich nichts mehr passieren. Das ist der absolut geilste Spot, um einen Flugdino zu zähmen. Ich bin ultra gespannt. Der sieht mega, mega geil aus. Wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Namen überlegen. Es ist ein Tape Yara, und zwar ein weiblicher, Level 27. Ist natürlich jetzt nicht High Level und so, aber absolut okay. Und eigentlich ja nur was wir hauptsächlich brauchen, glaube ich, um jetzt einen Quetzal zu zähmen. Ja, und vor allem mit dem können wir dann alle Flugdinos gut zähmen. Wir können alle Dinos damit gut sehen, weil du kannst ja immer aus der Luft, einer fliegt ja. Und der andere schießt ab. Du kannst auch einen Rex damit sehen und Bronto und was weiß ich nicht alles. Man kann auch damit so richtig mobil mit einem Quetzal und mit dem dann auf einem Quetzal landen und dann spontan, wenn man was gefunden hat, mit dem viel flexibler, schneller fliegen sozusagen. So ein fliegender Flugzeugträger. Genau, wollte ich gerade sagen, dass der Quetzal so ein fliegender Flugzeugträger und er dann halt das Flugzeug sozusagen. Und dann hat man mit dem Pietz noch so kleine Kampfjets und so. Voll geil. Mega. Richtig cool. Aber anscheinend dauert es ziemlich lange, den zu zähmen. Denn, ja, bis jetzt ist noch gar nichts passiert. Haben wir Narkotik eigentlich? Nee, aber sonst guck, ob Narco-Berries da irgendwo sind. Ich bin auch bald wieder da. Ich brauche nicht mehr ewig. Mal gucken. Wenn ich hier irgendwo Stein farme, dann kann ich auch mir einen Mörser machen. Ich kann ja mal gerade mal ganz kurz runter. Dann hole ich mir ein bisschen Stein. Dann kann ich mir einen Mörser machen und dann kann ich auch ein bisschen Bären noch nebenbei farmen. So. Mörser. Warte mal, was war das noch? Ach, 65 Stein, okay. So. Mörser. Upp, nicht Mörsel, sondern Mörser. Blblblblser. Haben wir irgendwo vergammeltes Fleisch? Nö, wir haben gar kein vergammeltes Fleisch. Scheiße. Ja, neues kannst du nicht machen. Aber du kannst ihm einfach Narco-Berries geben. Ich kann ihm einfach Narco-Berries geben. Oder wenn hier Wasser in der Nähe ist, dann kann man auch irgendwo. Ja, aber gib ihm Narco-Berries erst, wenn er Gefahr läuft, aufzuwachen. Ja. Weil das zieht die Effektivität ab. Ich guck mal, was bei ihm abgeht. Momentan geht bei ihm noch gar nichts ab. Der macht keinen Mucks. 38% gezähmt. Siehst du? Der braucht nur noch zwei weitere. Effektivität 99,8. Vielleicht reicht es auch, ohne dass er aufwacht, Leute. Das werden wir auf jeden Fall. Oh, oh Gott, ich häng hier.
Ich hänge hier ganz schön komisch. Das werdet ihr auf jeden Fall alles in der nächsten Folge beim DNER morgen um 18 Uhr herausfinden. Es sieht sehr, sehr gut aus. Er ist übelst ruhig da am Rumpennen. Aber ich glaube, es könnte klappen, Leute. Ob das wirklich klappt, seht ihr morgen um 18 Uhr beim DNER. Der Link ist unten in der Beschreibung verlinkt. Take this, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst und drückt den Daumen nach oben. Wenn es euch heute gefallen hat, bis dann, macht's gut. Und tschüss!